Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. In der letzten Folge haben wir erzählt bekommen, dass es hier einen Laden gibt, und zwar ist das dieses, ja, Brut und Manchmal Pik. führen alle Wege nach Hogsmeade. Genau. Und da müssen Hallo, wir jetzt mal mit, bewegen Sie oh, sich ist nicht so das schnell. Wenn man sich knuffelig. an Da müssen einer wir jetzt mal mit Drehkreuz der Ladenbesitzerin widersticht, sprechen, und die hat doch alles da, was ich bisher gefunden habe, außer die Eulen, aber die sind ja nicht so wirklich. Oh, den kenne ich noch gar nicht. Fupa! Was bist du denn? Darf ich dir was zu essen geben? Darf ich das? Nee, kann ich nur mit gezähmten Tieren. Okay. Dann sprechen wir mal eben mit ihr. Hallo. Ah, willkommen bei Schnabel und Brut. Ich bin Ellie Peck. Und nein, ich habe keine Abraxane-Haare mehr. Hat alles ein Händler in Ottery St. Catchpole gekauft. Musste es sogar persönlich liefern. Hat ihn nicht gejuckt, dass ich den Laden schließen musste. Anscheinend hatte er mal ein ziemlich schlechtes Erlebnis mit einer Lieferung von Wampushaaren. Muss ein amerikanischer Verkäufer gewesen sein. Hier gibt es ja gar keine. Wie auch immer. Was brauchen Sie? Mondkalbfell? Dirrycall-Federn? Ich habe immer Mühe, sie zu sammeln, weil dieser Vogel ständig wieder verschwindet. Freches Ding. Früher hatten wir auch die Recalls im Laden. Aber die Kunden verlangten immer wieder ihr Geld zurück, wenn sie nach Hause kamen und die Viecher nirgends zu sehen waren. Das sind wahrscheinlich die, die teleportieren, denke ich mal. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr ärgerlich ist. Da gibt es Schlimmeres. Die meisten Anbieter von Fupa-Federn könnten genauso gut im St. Mungo leben. Kein Wunder. Der Schrei dieser Dinger. Oh, aber so herrliches Gefieder. Dafür lohnt es sich fast verrückt zu werden. Das Ganze scheint mir nicht ganz ungefährlich. Das können Sie aber laut sagen. Früher hielten wir Tierwesen selbst. Das Geschäft lief super. Aber das Murren meiner Eltern ging mir auf den Geist. Nicht meine Schuld, wenn sich wer einen Knieselfloh einfängt. Sie hätten sie hören sollen. Nein, nur noch Nebenprodukte. Aber ich muss sicherstellen, dass die Tierwesen gut versorgt werden. Bei manchen Interessenten kann man das nicht garantieren. Schauen Sie sich ruhig um. Das Angebot ändert sich ständig und nicht nur, weil dauernd was verschwindet. Am besten schauen Sie vorbei, bevor bestimmte Waren ausgehen. Was früher auch buchstäblich der Fall war. Danke, das werde ich. Gerne. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Und danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Es war mir ein Vergnügen. Die ist auf jeden Fall cool. Was verkaufen Sie hier? Das ist eigentlich eine ziemlich Welche blöde Frage. Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Ah, okay. Also hier kann man sämtliche Produkte anscheinend von den Tierkrötenwarzen, oh, von den Tieren bekommen. Ich würde aber gerne die Tiere loswerden, so böse es sich jetzt auch gerade anhört. Ich habe noch drei süße kleine Knuddelmuffs, die ich hier verkaufen möchte, ergeben insgesamt 360. Ist natürlich nicht so viel, aber. Ich habe nichts dagegen, für gewisse Kunden was zu verkaufen. Kommen Sie gerne wieder. Ja. Und die Jobberknoll, die bringen auch nur 120. Also denke ich mal, ja, die Kröte auch nur 120. Also so viel ist es tatsächlich nicht. Aber es ist ja doch schon, ne? Ich meine, 120 mal eben auf einen Schlag, wenn man denkt, oh, ich muss irgendein Rezept holen. Ich habe jetzt aber gerade gar nicht so viel. Gut, gehen wir mal ein bisschen Tiere einsammeln und dann verkaufen wir die. Das ist schon recht gut. Ich weiß nicht, wie oft die spawnen. Ich denke mal, dass die nur jeden Tag in Hogwarts spawnen oder alle paar Tage. Ich bin mir nicht sicher. Die Kröte kann ich noch nicht verkaufen, weil wir die ja noch nicht reingetan haben. Das sieht alles sehr interessant aus. Ist. Oh, die sind sehr teuer. Hippogreif. Grafhorn. Okay, also das müssen wir uns auf jeden Fall merken, dass wir die Sachen hier kaufen können, falls wir die mal brauchen. Vom Testral auch. Einhornhaar. Oh, sag mir bitte, dass wir später auch mal ein Einhorn bekommen. Das wäre so geil. Sie können gerne wiederkommen. Rebellion, jederzeit willkommen. Dann ist das wirklich eine für mich. Warum leuchtet der hier unten eigentlich so? Ist auch nochmal Gold drin. Und so groß sind dann die Kröten. Ach du Schande. Okay. Ich hätte aber gerne eigentlich auch was gehabt, womit ich. Also ich habe ja bei mir jetzt schon Futterstationen aufgebaut und was zum Spielen. Ich hätte aber auch gerne noch was anderes gehabt, also etwas, wodurch die automatisch gebürstet werden. Ich weiß allerdings nicht, ob es sowas gibt.
Naja, ich würde sagen, wir gehen erstmal raus, weil das wollte ich euch jetzt nur mal kurz gezeigt haben, damit wir das dann auch mit aufgenommen haben hier in dem Laden. Und ja, ich zeige euch das auch noch mal kurz auf der Karte. Ich glaube, das habe ich jetzt eben nicht gemacht. Wenn doch, tut es mir leid. Und zwar ist das hier oben dieser Laden, wenn ich ihn denn fixiert kriege, Schnabel und Brut. Ja, und ich würde sagen, dass wir uns jetzt wieder zur Quest begeben. Hallo. Oh, nur hereinspaziert. Willkommen in Madame Snellings Lockenporium. Ich muss mich sicher nicht erst vorstellen. Früher nannten sie mich Snelly. Oh, Snelly, warum machst du nicht die Ausbildung zum Auror? Aber denen habe ich's gezeigt. Die verstauben im Ministerium und ich bin hier erfolgreich. Sehr erfolgreich. Aber sehen Sie sich an. Sehen Sie sich an. Ich verstehe, warum Sie zu mir gekommen sind. Auf der Suche nach Veränderung? Ich weiß nicht. Wieso nicht? Was für eine Veränderung? Manche wollen diesen ausgezehrter Muggel auf der Schwelle des Todes, Tain. Aber Gifte werden Sie hier keine finden. Wer braucht Chlorkalk oder Ammoniak, wenn es Magie gibt? Überlegen Sie eine Weile, wie Sie aussehen wollen. Ändern Sie auch Ihre Frisur, wenn Sie möchten. Welche Dienste bieten Sie an? Was würde Sie denn interessieren? Ah, okay. Also für einen kleinen Aufpreis, sage ich mal, kann man sich seine Frisur nochmal ändern lassen. Wenn man jetzt damit nicht zufrieden ist, die Haarfarbe kann man nochmal ändern lassen. Gesichtsfarbe, Sommersprossen, Narben im Gesicht, Augenfarbe, Augenbrauenfarbe und Augenbrauenform. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Und ich meine, gut, 20, ne? Das ist wahrscheinlich hier für alles. Kann man, ja, ich denke mal, einmal alles neu einstellen sozusagen und dann 20 bezahlen und man ist fertig. Das ist schon eine coole Sache. Ich wollte jetzt nichts ändern, ich wollte mir das nur mal angucken. Aber das auf jeden Fall mal als kleinen Tipp. Sie dürfen jederzeit wiederkommen. Ich wollte ja eigentlich woanders hin, aber ich bin ja gerade über den Weg gelaufen. Und zwar ist diese Madame hier, ist das die Madame Snellings Lockenporium. Wenn ihr dahin geht, da könnt ihr euch dann verändern. Ja, ich habe mich ein wenig umentschieden, also wundert euch bitte nicht. Wir werden erstmal kurz die Sache mit den Demi-Guise-Monden machen. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ja. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich wäre Ihnen jedoch sehr verbunden, wenn Sie noch ein paar mehr finden könnten. Ich dachte eigentlich, ich hätte schon alle neun. Wo sollte ich nach mehr Demigeist-Statuen und Monden suchen? Überall, wo ich mich normalerweise aufhalte. Das ist ja das Gruselige. Hier im Schloss, in Hogsmeade und, ob Sie es glauben oder nicht, sogar in einigen umliegenden Dörfern. Ach, mein Peiniger ist wirklich gründlich. Er hält mich jetzt schon eine Ewigkeit von all meinen Verpflichtungen ab. Naja, ist es der Peiniger oder ist es er, der sich selber abhält? Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen noch mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil sie nur nachts gesammelt werden können. Ja. 5 habe ich bisher zurückgegeben. Okay, ich habe jetzt irgendwie gedacht, es wären 9. Aber dann hat er anscheinend anfangs irgendwas nicht gezählt oder so. Ich weiß es nicht. Na gut, dann schauen wir uns jetzt erstmal an, was wir noch haben. Also, wir wollten... Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir das mit Sebastian, oder? Die anderen Sachen würde ich auch gerne machen, aber... Konkurrenz, das wollte ich ja alles so ein bisschen zusammen machen. Naja, das wollte ich auch noch holen, genau. Der Rest ist nicht so wichtig. Ja, ich würde sagen, wir machen ein bisschen noch mit der Hauptstory weiter und dann machen wir den Rest... Achso, halt, nein, so rum. Da machen wir den Rest dann in der nächsten Folge, weil ich bin gerade ehrlich gesagt so gespannt wegen der Hauptstory. Wo muss ich mich denn mit ihm treffen? Moment.
Wo ist er denn? Ach so, wie ihr sehen könnt, habe ich mal versucht, die Karte so ein bisschen zu erkunden. Muss aber ganz ehrlich sagen, hier unten wurde abgesperrt. Also da ist eine Barriere, da kann man nicht durch, damit man hier diesen ganzen Teil nicht machen kann. Und zwar habe ich die Karte erkundet, weil ich ein paar Sachen geholt habe. Ich habe mir diese Plattformen, wo man drauf landen kann, Landeplattformen, glaube ich, heißen die, die habe ich mir soweit geholt. Allerdings fehlen mir da noch ein paar Stück, die dann wahrscheinlich hier unten in dem Bereich drin sind. Ich habe zumindest oben keine mehr gefunden. Und was ich weiß, dass in diesem Bereich irgendwo noch zwei Tiere sein sollen. Aber die kann man wohl nur durch eine Quest erreichen, so wie ich es verstanden habe. Ach, hier ist er. Okay, dann würde ich sagen... Hallo? Das war doch gerade noch grün. Hä? Das ist doch hier grün. Schön, dass du mal vorbeikommst. Finde ich überhaupt nicht. Aber wer hat das gesagt? Ach, das sind Kobolde, glaube ich, da hinten, ne? Aha. Okay, ist ein bisschen blöd, dass man hier direkt drin landet. Ich will mal nicht zu schnell fliegen. Wartet der oben auf mich? Sieht so aus, ne? Ah ja, er wartet nicht auf mich, aber hier oben muss ich auf jeden Fall hin, ne? Du bist hier. Nur ein bisschen verschlafen, aber ich bin da. Genießt du die Aussicht? Ich passe auf. Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, wie ein Kobold Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einer neuen Freundin aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Hier lang. Wo ist hier lang? Geh doch mal vor. So, jetzt können wir das war machen. Mal viel lebendiger. Sehr schön. Jetzt, da Ranrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Ja, und ich soll jetzt alleine reingehen, oder wie? Das hatten wir doch schon. Hey. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein, ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Tut mir leid. Hey. Tut mir leid, das war unschön. Wenn's dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Okay. Oh, Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch. Dann gehen wir einfach nochmal rein. Tut mir leid, wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Reden wir sofort drüber. Ich muss erstmal in deinen Unterlagen rumwühlen. Sebastian, das ist meine Trankausstattung, nicht deine. Lass meine Sachen in Ruhe. N. Ja. Die netteste war sie anscheinend nicht. Oder ist sie nicht, oder wie auch immer. Ach, da hinten sind Verteidigungspuppen. Liebe N, Hogwarts ist ohne dich nicht dasselbe. Naja, Sharp ist genauso übel wie immer. Aber du weißt, was ich meine. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Sebastian. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens schön, dich kennenzulernen.
Du musst die neue Fünftklässlerin sein, von der Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian bei einem Duell in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Ach ja, Professor Hackett. Eine mächtige Hexe. Sie weiß, wie sie Schüler wie meinen Bruder und mich im Zaum halten kann. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel ehemaliger Auror ist, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Er hat sich entschieden, ja, aber es ist halt ein Fluch, ne? Es ist, nehme ich mal an, ein unverzeihlicher Fluch gewesen. Ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf. Ich gebe mein Bestes. Ich werde zumindest mit ihm darüber sprechen. Danke. Seine Suche nach einem Heilmittel ist leider vergeblich. Ich bin müde. Ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. Ich wünsche dir alles Gute. Die Augen verdreht? Hallo? Ja gut, hat sie wahrscheinlich vor lauter Schmerzen nur gemacht. Nicht, weil sie besessen ist oder sowas. Wo ist er denn jetzt? Nee, das ist der Vater. So. Der junge Haupt mit den letzten Nerv. Verzeihung, Mr. Sallow. Oh ja, Sebastians Freundin. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Ich wollte nach Anne sehen. Sind Sie nicht gerade aus dem Haus gekommen? Wie geht es ihr? Es geht ihr gut. Sie wollte sich etwas ausruhen. Man kann nichts für sie tun. Es muss doch was geben. Ja, Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Soweit ich weiß. Also wenn es wirklich ein unverzeihlicher Fluch ist, kann man nichts tun. Es sei denn, derjenige hebt es wieder auf. Und das wird wohl nicht passieren. Es tut mir so leid. Wie ich hörte, konnten weder Schwester Blaney noch das St. Mungo Hospital helfen. Richtig. Mein Neffe glaubt, er weiß es besser als die Heiler. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Bei allem Respekt, aber vielleicht täte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Ja, das ist ja mal nicht so gut gelaufen, ne? Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Tja. Ich weiß, dass er wütend ist, aber er möchte doch auch bloß das Beste für Anne. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer, als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters, wie eine Beleidigung. Ich versuche, ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Ranrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken.
Wir sollten sie nicht unterschätzen. Moment, Moment, können wir... Oh. Okay, wir können nicht. Ich laufe dir mal hinterher. Alles gut, dann gucke ich später mal. Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Warum darf man nicht mal eben, wenn man sich von der Quest entfernt, mal kurz so ein Blatt einsammeln? Das ist ja wirklich lächerlich. Auf dem Plateau haben sie Anne verflucht. Hier entlang. Wie lange sollen wir noch? Klau den Armbolzen eines Waldläufers, der Anhänger, und waffne den Gegner. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Tja. Wo sind die denn? Was höre ich hier, diese Waffe? Ich werde nicht ruhen. Du weißt ja nicht, dass ich dich annehmen. Stimmt ja, er hat's ja nicht so. Angreifen, das wollte ich sagen. Ich muss mich jetzt gerade konzentrieren. Sehe nichts mehr. Hallo? Da ist noch einer. Hallo? Das war dein letzter Fehler. Bringt man euch in Hogwarts nichts über Duelle bei? Du wirst bereuen hier. So, Kommandant ist schon mal weg. Hallo, mach Y. Also Sebastian, du kannst gerne mal ein bisschen helfen hier. Das hat er gehört. Confringo, du wirst mich nicht aufhalten. Na, meinst du? Ich gebe zu, das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ich wollte dich warnen. Du wolltest mich warnen? Du hast mich hier reinlaufen lassen. Naja, okay, ich bin selber reingelaufen, aber trotzdem. Ich wollte mich warnen. Müssen wir das wieder zusammenbauen? Nee, ne? So. Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Sie würden grundlos töten. Also, sie haben versucht, das Feuer zu löschen, ne? Ich weiß jetzt nicht, das klingt jetzt nicht so, als ob die jetzt alle böse waren. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein vorbeilaufendes Kind. Was wollten sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat
und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall. Aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rookwood. Sollen wir uns mal umsehen? Im Schloss? Kein Thema, da war ich schon mal. Sie scheinen ihr Lager nicht hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für alles. Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Komisch, dass das Ministerium nicht mehr tut. Renrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit. Was mir jetzt aber nicht wirklich viel bringt. Hinten ist noch was mit der Säule. Ist keine Säule. Ja, was ist das? Keine Ahnung, ein Ofen. Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Ein genauerer Blick auf das Haus selbst Könntest du vielleicht mal mit mir mitkommen, wenn du schon mit mir redest? Da hinten ist noch was Blaues. Dann gibt es noch den Brunnen. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Es ist ein Brunnen. Was erwartest du? Revelio. Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Okay. Also ich nehme an, sie meint jetzt so einen Rückblick, aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß es gerade nicht. Sebastian, hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als Anne verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Sebastian, dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin vor Hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Die Erinnerung zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüter haben mir auch andere Erinnerungen gezeigt. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morganock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch. Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ist alles ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, ich rede nicht von Quidditch. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ranrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Ranrock sie sich zunutze machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern? Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor Hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Auf jeden Fall haben wir beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Ja, dann auf. Revelio. Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ob es etwas blockieren soll? Wir finden es nur auf eine Weise raus. Erst mal gucken, wo ich jetzt meine Zauber ab hier. Ah, eine Treppe. Ach da. Revelio. Okay, ich glaube, er ist schon unten. Kein Thema. Lauf einfach runter, lass mich oben stehen. Lass uns nicht zusammengehen. Blockieren. Vielleicht gibt es hier etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Ich bin hierher gekommen, um zu lernen, aber jetzt will ich helfen. Mein innerer Konflikt wird täglich schärfer. Es fühlt sich an, als wollte meine Magie heilen und helfen, aber ich würde sie gewaltsam daran hindern. Soll ich alle Hoffnung fahren lassen? Werde ich dann nicht ewig bereuen, nicht mehr getan zu haben? Ich kann ihnen nicht in die Augen sehen und dabei doch zugleich wissen, dass ich ihren Herzschmerz lindern könnte.
Ich habe heute gesehen, dass der Mann, der mich so an meinen Vater erinnert, das Lager verlassen hat. Sicher kann nichts schiefgehen, wenn ich ihm helfe, oder? Ich könnte meine Untersuchungen fortführen, sicherlich. Aber das wäre nur ein glücklicher Nebeneffekt davon, mit dieser Fähigkeit Gutes zu tun. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isidoras Reisen. Revelio. Lumos. Da unten ist noch was. Es ist meine zweite Woche im Lager. Jeden Tag kommen mehr. Die Muggelärzte und sogar ein paar unserer eigenen Heiler tun für sie, was sie können. Die Trauer ist allgegenwärtig. Wer die Seuche übersteht, ist für immer durch seinen Verlust gekennzeichnet. Ein Fieber kann zurückgehen, die Haut mag heilen und sich vernarben, aber diese entsetzliche Leere bleibt. Ich habe einen Mann gesehen, etwa so alt wie mein Vater, der sein Kind verloren hat. Es war unerträglich. Ich fühlte den Drang, ihm etwas Erleichterung zu verschaffen. Ich glaube, die anderen könnten falsch liegen. Ich habe die Macht, diesen armen Seelen zu helfen. Es scheint mir ebenso grausam zu sein, ihnen nicht zu helfen, wie es grausam wäre, sie von ihren Leiden zu erlösen. Ein Tagebucheintrag von Isidora. Ich sollte ihn aufbewahren. Revelio. Aber was soll man denn hier noch mehr erkunden? Gehen wir da weiter durch? Da hinten ist doch was, oder? Incendio. Cool. Du wirst es nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Trottel. Achso, wo ist er? Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen. Wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz Ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was das alles bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Ominous wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Ominous. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Ich möchte fast die Luft anhalten. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier nochmal eben schnell nachgucken, ob es noch irgendetwas gibt und dass wir ansonsten dann mal da reingehen. Moment, ich muss aber erstmal so. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Ein Triptychon? Hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Revelio. Eine Notiz? Schauen wir mal. Tolle Notiz. Nur davon kann man nicht wirklich was erkennen. Was Hilfreiches in der Nachricht? Keine Ahnung. Kannst du das entziffern? Ein Runensymbol. Bei den Hütern habe ich ähnliche Symbole gesehen. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich konnte keine Spuren bei deiner Schwester entdecken. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Hast du nicht.
Klingt aber interessant. Irgendeine Ahnung, wo es sein könnte? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ich melde mich. Bis bald. Ja. Im Schatten des Anwesens. Ich denke mal, hier wird jetzt auch nichts Neues mehr sein, dass nur noch die Tür raus können. Warum das immer noch blau ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas finden, was wir dann da reinmachen können, reparieren können oder so. Ich habe keine Ahnung. Und schon wieder haben wir neue Aufträge bekommen. Oh. Hilf mich bei den Ruinen von Schloss Falbarton. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Das hört sich geheimnisvoll an. Da schauen wir doch mal ganz kurz nach, was das ist. Ganz weit oben. Wingardium Leviosa wird benötigt. Okay, ich weiß nicht, wo das Schloss jetzt war, aber das wird ja angezeigt. Astronomieunterricht, der ist auch freigeschaltet. Ja, sehr schön. Dadurch können wir dann nämlich diese ganzen Astronomiepunkte nutzen, die überall verteilt sind. Das würde ich ehrlich gesagt gerne in der nächsten Folge machen. Je nachdem, wie lange das dauert, dann vielleicht das noch hinterher schieben. Ich werde jetzt erstmal die Astronomiestunde da reinsetzen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Da ist es ja gerade perfekt für und wir sehen dann den Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.